heilig. Was ist euch heilig? Gibt es das überhaupt noch, dass einem etwas heilig ist? Oder ist alles der Beliebigkeit unterworfen? Der Profanität? Ich freue mich, dass ich mit Andreas Beutel im Rahmen der Horizonte des Herzens heute über diesen Begriff heilig mit ihm sprechen kann und lade euch ein, dabei zu sein. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Das war sehr überraschend, als du mir schriebst, dass du gerne über diesen Begriff sprechen möchtest. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Was ist uns eigentlich noch heilig? Warum war das überraschend für dich? Ja, so, ja, das Wort, ne? Also das kommt ja auch eigentlich überhaupt nicht mehr vor. Ja, also es gibt dann noch im Katholischen, dass Menschen heilig gesprochen werden, häufig auch Päpste. also dann, nachdem sie selig gesprochen werden, dann heilig gesprochen. Und die Heiligen, ne, der heilige Franz von Assisi oder wie sie heißen. Aber das Wort heilig ist eigentlich aus unserem Sprachgebrauch, aus unserem aktiven Sprachgebrauch völlig verschwunden, finde ich. In meiner Welt kommt es oft vor. Okay, na gut, heilige Geometrie. Klasse. Okay. Aber dann stehe ich auch immer vor der Frage, sagen wir mal, wie erkläre ich den Menschen, warum heilige Geometrie heilig ist? Also warum sie heilig heißt? Mhm. Und die eine Annäherung ist ja, wir gehen zum Heilpraktiker. Oder wir möchten heil werden. Wir möchten gesund werden. Und da ist das Ganze drin. Whole im Englischen. Holy. Holy. Mhm. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Loch. Genau. Also das Heil ist das Ganze, das Allumfassende. Ja. Und das hat aber noch eine Ebene mehr. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo alle Grundfesten erschüttert werden, die Grundfesten der Zivilisation, aber auch die Grundfesten unseres Wesens. Und jeder sich vor die Frage stellen sollte, was ist denn mir eigentlich noch heilig oder was ist uns heilig? Oder gibt es überhaupt etwas, was heilig ist? Oder ist alles nur Zufall und wir können die Erde den Bach runtergehen lassen? Oder gibt es eben das Heilige, was nicht zerstört werden darf? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da kommt man meiner Meinung nach hin zu dem, eben das Heilig etwas, also Ewiges, Absolutes, Größeres ist, was existiert. Vielleicht schaffen wir das so, sagen wir mal, greifbar oder spürbar zu machen. Und dass es da ist, dass das nicht irgendwas Abgehobenes ist, was Philosophen da sich ausgedacht haben, sondern heilig ist etwas. Oder gar die Theologen. Oder die Theologen, genau. Dies dann, dass heilig etwas wirklich ist, was erhebt oder was verbindet, was heilt, was löst und was aber auch ein Gefühl von Heiligkeit entstehen lassen kann. Also im Sinne von, man könnte ja fragen, gab es Momente, die für dich heilig waren oder erhaben waren? Zum Beispiel, das muss ich überlegen, ich habe die Tage irgendein Tier gesehen, was ich noch nie gesehen habe und davor gestanden und gedacht, das ist faszinierend. Es ist wirklich, also es ist heilig oder es ist erhaben, dass es sowas gibt, dass die Schöpfung, wer auch immer das ist, dass sowas hervorbringen kann, zum Beispiel. Ja, oder Landschaften, vor denen man steht, die kannst du nicht mit einem
mit Gussbeton und Stahlbewehrung und Wasserpumpe hinbauen, sondern du stehst einfach davor und denkst, wow. Das hatte so ein bisschen den Geschmack von Außergewöhnlichem. Eben, ich will es einfach nur mal aufnehmen. Ja, ja. Ne, da hast du ein Tier noch nie gesehen, eine Landschaft, die einfach auf dich wirkt. Und im Johannesevangelium ist der Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, wird geschrieben, dass der Vorhang am Heiligtum, am Tempel, von oben nach unten in zwei Stücke gerissen ist. Aha. Und dieser Vorhang trennte das Heilige, man nennt das Phanum, von dem Profanum. Mhm. In das Allerheiligste, das Phanum, durften nur die Hohenpriester. Ja. Mhm. Das gemeine Volk durfte da nicht hinein. Ja. Das heißt, die Symbolik für mich, die dahinter ist, es gibt keine Trennung mehr von Heiligen und Unheiligen, sondern unser ganzes Leben, auch die Fliege, die du zigtausendmal gesehen hast, vielleicht auch totgeschlagen hast, oder ich bin der Fliegenfänger vom Meer tatsächlich, jedenfalls gigantisch, was ich da schon an Fliegen gefangen und rausgesetzt habe, aber dass diese Trennung, ne, wie wir es ja auch in dieser schizophrenen Gesellschaft erleben, dass es Menschen gibt, die sonntags in die Kirche gehen und montags Tiere quälen oder Menschen quälen oder sich selber quälen. Oder beim Rausgehen aus der Kirche lästern über den Nachbarn, was die er wieder anhat. Wie auch immer. Mhm. So, das heißt, die immer noch diesen Vorhang im Kopf haben. Oder auch bei den Tieren, ne? Dass es eine große Empathie mit gestrandeten Walen gibt und der Delfinen und dem leidenden Elefanten da. Aber das Wort Nutztier, die Wurst kommt ja aus dem Supermarkt, schön verpackt, ne? Einzeln gesliced und so weiter. Und Meister Eckhart hat mal so schön gesagt, wer Gott nicht auch im Schweinestall lieb hat, hat Gott nimmermehr lieb. Also, was ist das Heilige? Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Bild. Also, wir leben, es gibt ja den Schleier der Isis in den okkulten Wissenschaften. Mhm. Wir leben in einer dichten Welt, die auch gut erklärbar ist. Wenn du dich mit... In einer dichten Welt? Und ich könnte auch sagen, in einer erdichteten Welt. Ich meine schon Illusion, dicht in dem, wie sie gewirkt ist. Ja, ja. Wenn du dich mit einem Wirtschaftsmenschen unterhältst, ich weiß gar nicht, was du hast, es geht doch allen Menschen gut, ihr habt doch Redefreiheit. Und du guckst aber hinter den Vorhang und der guckt nicht hinter den Vorhang. Und dann gibt es eben Momente, wo du etwas Erhabenes siehst oder eben ein Tier siehst, ein Wasserfall, eine Landschaft oder etwas Göttliches, wo du hinter den Vorhang schaust, wo du siehst, oh, das rührt aber jetzt etwas in mir an. Das ist mehr als das, was ich mir hätte vorstellen können, was in dieser Welt ist. Ja, eine Wunderheilung zum Beispiel. Oder dass zwei Menschen sich plötzlich versöhnen, die wirklich Feind waren und wo man sagen, in dieser Konstellation kann es nie Heilung geben. Und plötzlich finden sie zueinander und alle stehen da und denken, wow, dass das geht, ist ja auch etwas. Da öffnet sich der Vorhang in eine andere Wirklichkeit. Oder eben in der Geometrie. Wir nehmen die Muster der Welt wahr. Und durch die Geometrie zeigen wir aber eben, dass es hinter dem Vorhang eine andere Wirklichkeit gibt. Bis hin zu der Erkenntnis, dass die Wirklichkeit hinter dieser Wirklichkeit reeller ist als das, was wir hier erleben. Mhm. Und dass das Heilige sozusagen etwas ist oder eine Möglichkeit ist zu erkennen, es gibt was Größeres als das, was wir hier haben. Wahrnehmen und da, also wenn ich dich so erinnere und sage, geht es doch darum, dass wir
diese Trennung von Heiligtum und Profan in uns erstmal überwinden, diese Trennung, und sehen, dass das, wenn wir whole und holy, also ganz und Heilpraktiker, also Heilung, ich meine, das ist natürlich im Englischen Heilung, Healing. Da ist letztendlich doch Heil, ist eigentlich ist oft das gleiche Wort. Also Heilen, Ganzheit, darum geht es. Also das geht nicht ganz. Als Ganzes zu erleben und nichts mehr von mir abzuspalten und somit aber auch da draußen nichts mehr abzuspalten von mir oder zu sagen, das ist was Heiliges und das ist was Unheiliges. Mhm. Ja, ich kann sagen, da ist Heiliges, in dem Schwein, was im Maststall steht, da steht was Heiliges in unheiligen Zusammenhängen, wie auch immer. Ja, oder das Heil verneinenden Zusammenhängen. Aber für mich ist das Hausschwein, die Kuh, im Prinzip nicht zu trennen. Nein. Ja, so, oder die Fliege. Weil es könnte nicht existieren ohne das Heilige. Ja. Ohne das, was es belebt oder was ihm die Lebensenergie gibt. Wir als Menschen können bis heute kein Tier aus dem Nichts erschaffen. Mhm. Wir können auch keinen Menschen aus dem Nichts erschaffen. Wir können nur immer etwas nehmen von dem Mysterium des Lebens, das versuchen zu drehen oder dran rumzutricksen. Aber wir können nicht aus dem Nichts etwas erschaffen. Das kriegen wir nicht hin. Jedenfalls nichts Lebendiges. Nichts Lebendiges, genau. Realität in dem Sinne, das können wir schon, denke ich. Aber wir versuchen uns etwas einzureden oder eine Illusion zu verkaufen oder verkaufen zu lassen, dass wir die Meister wären, aber wir sind nicht die Meister. Und das ist das Heilige, was einfach da ist, was nicht sprechbar ist, aber was spürbar ist. Und wo man manchmal vielleicht so innehält, ja, ganz, ganz banal. Du nimmst das Beispiel Fliege. Schau dir eine Eintagsfliege an oder eine Obstfliege, so lästig wie die sind. Guckst du dir an und sag dir, oder realisier mal. Ein vollkommenes Wesen. Ein vollkommenes Wesen. Und du könntest es nicht nachbauen. Mit der besten Nanotechnologie bekommst du das nicht hin. Wir probieren alles Mögliche, aber das bekommt man nicht hin. Und es hat noch seinen Platz im Gesamt. Im großen Gesamt. Im Gesamt. So, da haben wir ja im kurzen Vorgespräch, habe ich das ja nochmal eingeworfen, in der Bibel, ich weiß gar nicht jetzt an welcher Stelle, muss ja nicht alles wissen, das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das wird ja nur auf die Ehe bezogen, also von der Kirche. Ja. Ne? Und das ist ja völliger Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das mal so rausplauze. Es geht ja viel, viel tiefer. Es geht viel, viel tiefer. Weil wir haben Abstraktionen von einem Atom oder von einem Quark oder von einem Elektron. Aber all diese, sag mal, Entitäten, die sind ja immer bezogen. Ja. Nur immer in einem Wir. Ja. Immer verbunden. Ja. Das heißt, die Atomspaltung zum Beispiel ist per se sozusagen gegen das göttliche Gesetz oder gegen das Heilige. Ja. Oder um es mal in eine greifbare Ebene zu bringen, ich habe mal einen Vortrag von einem Anthroposophen gehört und der sagte, es gibt Tiere, die haben nicht genug Kraft, ihren Wärmehaushalt alleine aufrecht zu erhalten. Das heißt, wenn die Sonne untergeht und es wird kalt, dann frieren die Tiere ein. Also sie erstarren. Und wenn die Sonne wieder aufgeht und es wird warm, dann beginnen sie sich zu bewegen. Kennt jeder. Ja. Käfer oder Schmetterlinge oder sowas. Ist dann der Käfer einzeln zu denken oder gehört er nicht zur Sonne dazu? Sind die nicht ein System? Ja. Ja? Und wir haben uns ganz viele Illusionen in unserer Trennung einreden lassen. Ja, wir können alleine sein, aber ich brauche die Luft, die ich atme. Und wir sitzen zwar getrennt,
Aber die Luft, die ich ausatme, wirbelt durch den Raum und im nächsten Atemzug nimmst du einen Teil davon ab. Das könnte das Ordnungsamt oder der Abschnitt. Nein, wir haben ja eine Corona-Schutzwand dazwischen. Wir halten ja genug Abstand. Ja, aber die Trennung existiert gar nicht. Oder neueste Erkenntnis, die Atmosphäre der Erde ist auf dem Mond noch nachweisbar. Also in 300.000 Kilometer Entfernung. Und da reden wir nicht über die Magnetfelder und elektrischen Felder. Mhm. Das Feld der Sonne ist 100.000 Mal der Abstand Erde-Sonne. Also das ist so groß, dass es sich nicht lohnt, in Kilometern anzugeben. Ja. 100.000 Mal. So groß ist das. Und die Planeten, wir können nicht sagen, das ist der Saturn. Mhm. Weil der Saturn alleine ist nichts. Sondern der Saturn ist bezogen auf die Sonne. Ist bezogen auf die Sonne. Ja, das ist ja die Erkenntnis. Also wenn Sie uns vor 40, 50 Jahren erzählt haben, ne, das ist was Exzeptionelles, was Außergewöhnliches, dass es einen Planet um die Sonne gibt, und mussten jetzt nicht nur durch Hubble oder weil ja feststellen, dass es genau umgekehrt, dass es die Regel ist, ja dass ein Stern, also eine Sonne, sich in der Balance hält, wie auch immer. Ja. Es darf ja noch einmal vorstellen, durch Planeten. Mhm. Das ist das Normale, das, was wir für das Außergewöhnliche gehalten haben. Also immer geht es um die Verbundenheit und Bezogenheit. Mhm. Und wir leben in einer Welt, die sich mir gerade, also gerade jetzt in diesen Zeiten 2020, sowas auf Spaltung, Trennung, aufgebaut ist. Alles geht in Richtung Trennung. Trennung, 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 Trennung. Mhm. Du bist mein Feind, mein potenzieller Feind und so weiter. Social Distancing. Social Distancing, jawohl. Mhm. Und der andere ist ein Feind. Mhm. Und ich muss mich vor ihm schützen. Mhm. Oh. Ja. Und der war mit dem auf der Demo und genau. Hat so bei der Konferenz gesprochen und das ist ganz schlimm. Aber umgekehrt wird durch die Masken eine neue Zugehörigkeit. Ich bin verbunden. Ja, der trägt ja auch eine Maske. Oh, ja, ich bin mit ihm verbunden. Wir sind Leidensgenossen und so. Aber letztendlich erleben wir einen Generalangriff auf das Menschsein. Auf das Ganzheitsein. Und damit auf das Heilsein. Ja. Auf das Heilige. Ja. Ja. Und wenn wir nochmal ganz zur Geometrie zum Anfang zurückgehen, in der heiligen Geometrie gibt es eine Schöpfungsgeschichte. Mhm. Wie entsteht die Blume des Lebens zum Beispiel? Oder wie entsteht diese Formwelt, in der wir sind? Und das Erste ist, Bewusstsein erschafft eine Kugel. Und in dem Moment, wo eine Kugel entsteht, gibt es eine Trennung zwischen Außen und Innen. Mhm. Mit etwas anderen Worten, Altes Testament, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also da ist schon die Trennung drin. Da ist schon die Trennung drin. Und zwar, weißt du warum? Warum? Es ist die 2, mit der das Alte Testament anfängt. Ja, Bereshit bara, ja. Bereshit bara. Mhm, genau, ja? Am Anfang schuf. Genau, ja. Bereshit bara. Also da hast du die 2, weil jeder Buchstabe ja eine Zahl ist. Genau, das ist der zweite Buchstabe. Genau, das habe ich auch gelesen in kabbalistischen Büchern. Und es ist aber, das Bewusstsein ist da. Also es ist ja das ganz große Mysterium. Wo kommt Bewusstsein überhaupt her? Oder warum ist überhaupt etwas? Und dann hat sich also das Bewusstsein entschieden, diese Welt zu schaffen. Und damit es aber eins bleiben kann, konnte es nur funktionieren, indem sozusagen eine Trennung ist, wir schieben ein Stück in die Richtung und wir schieben ein Stück in diese Richtung. Und ein Stück weit sieht man das, Physik, erste Stunde, Kraft gleich Gegenkraft. Ich will meinen Körper nach vorne schieben, also muss ich mich nach unten abschieben, um die 80 Kilo in die Gegenrichtung zu bewegen, damit ich etwas vorwärts bewegen kann. Und der Teufel, sage ich mal, der kann die Welt nur aufrechterhalten, indem er immer trennt und getrennte Welten erschafft. Ja. Und Heilung ist oftmals eben auch zusammenbringen, das, was ich rausgedrückt habe, mit dem, was in mir ist, um beide Welten zusammenzubringen. Weil dann ist wieder Einheit und dann ist wieder heilig, heil. Und dann sind wir wieder im Kontakt mit dem Ganzen. Also dann kann ich ja sagen, diese extreme Spaltungs-
massive Spaltungswille, ja, kann in uns jetzt und ruft auch tatsächlich in einigen von uns und immer mehr die Bereitschaft hervor, ganz zu werden. Mhm. Und ich kann ja nur ganz werden, wenn ich das, was bisher im Dunkeln war, ans Licht hole. Mhm. Also, ja, ja, bildlich gesprochen, ne, die inneren Kinder, ne, wir, nicht nur Xavier Naidoo spricht es an, wir werden immer mehr Zeugen, ja, dass weltweit Kinder missbraucht werden, weltweit Kinder, genau, also im Dunkeln gehalten im Prinzip werden. Ich vergleiche es immer mit dem Narzissten. Wenn du einen Narzissten in der Beziehung hast, am Anfang wickelt er dich ein mit Liebe und du fühlst dich noch nie so gesehen wie von ihm. Der ein wunderbarer Spiegel ist. Ne? Und dann zieht er aber nach und nach die Liebe zurück und macht dich abhängig. Mhm. Und wenn du nicht aufpasst, saugt er dich aus. Er nimmt dir dein Geld, er nimmt dir deine Energie, er nimmt dir deine Würde. Und jetzt können wir sagen, der Narzisst ist böse. Wir können aber den Narzissten auch als Lehrmeister betrachten, der nämlich so lange an dir gräbt, bis er etwas Heiliges findet. Also bis er etwas findet, wo du sagst, stopp. Das ist mir heilig. Ja. Das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Genau. Und das ist einer der Gründe, warum ich das so wichtig erachte, in dieser Zeit über das Heilige zu sprechen. Ja. Das Heilige ist nicht irgendwas, sondern das Heilige ist etwas ganz Fundamentales. All das Profane kann nur existieren, weil es das Heilige gibt. Und jeder Mensch ist in der heutigen Zeit meiner Ansicht nach gefordert, zu gucken, was ist mir heilig? Und wie viel meiner Träume habe ich an die Gesellschaft verkauft, in der Hoffnung, etwas irgendwann zu bekommen und zu schauen, war es das wert? Oder wofür lebe ich wirklich? Wofür, was ist mir heilig? Und in dem Sinne, als Angebot, mein Leben ist heilig. Jedes Leben ist heilig. Oder ich habe heute Morgen zwei Geschenke ausgepackt. Mhm. Meine Augen. Das ist heilig, dass das funktioniert. Dass die da sind. Oder diese Hand ist heilig. Dass wir Dinge haben, und die sind nicht selbstverständlich. Mir fällt da gerade aus dem, ich glaube, Paulus von wer hat das geschrieben? Mendelssohn aber Bartholdy, glaube ich. Ihr seid der Tempel Gottes und der ist heilig. Mhm. Letzten Endes ja. In der Geometrie sieht man dann, dass alles, was im Universum vorhanden ist, auch in uns ist. Mhm. Im Prinzip ist das auch noch dieser erste Moment, wo wir die Kugel geschaffen haben, wo das Äußere und das Innere, sag mal, getrennt sind. Heißt aber, alles, was außen ist, muss immer auch eine Widerspiegelung im Innen haben. Die hermetischen Gesetze. Und das heißt, jeder Planet findet sich in uns wieder, zum Beispiel. Jeder Stern da draußen findet sich in uns wieder. Und natürlich auch Gott findet sich in uns wieder. Das Bewusstsein. Thea Deschondar sagte mal, also ist ein Paläontologe gewesen und Visionär des letzten Jahrhunderts. Okay, aber auch Jesuit. Aber er sagt, der Mensch ist sozusagen die Schnittstelle, oder zwischen dem unendlich Großen und dem unendlich Kleinen. Mhm. Und wer den Mensch versteht, versteht das alles. Universum. Ja. Aber das kannst du nur, indem du dich als Ganzen siehst. Mhm. Ja, und aufhörst oder erstmal erkennst, was du nach außen projiziert hast. Mhm. Also jetzt, ne, Deep State, Mama, Papa, Papa Staat, Mama Wissenschaft, die Kirche ist ja abgeschafft. Da haben wir die Alma Mater, die lehrende Mutter, die uns vorgibt, was wir zu denken haben. Ne, was die vorher die Kirche war. Du hast aber jedes Mal, wenn du was nach außen projiziert hast, auch immer ein Stück in dir gedeckelt. Mhm. Na, Bewegung nach außen und Bewegung nach innen. Ja, du brauchst wenn du es integriert hast, brauchst du nichts mehr nach außen projizieren. Richtig, das ist ja der Punkt. Ja. Das heißt, wenn ich mich als Ganzes sehe, also den Mut habe, alles das, was Scham bedeckt war, aus Scham nicht ausgesprochen oder vor mir selber, weil ich vielleicht einen ziemlich scharfen Richter in mir habe,
Ja, habe ich alle meine Ecken, die ich nicht zeigen will. Genau. Mhm. Die wollen jetzt ans Licht. Mhm. Weil in dem Moment, das ist meine These, in dem Moment, wo ich alles, was zu meiner Vita, wie auch immer, alles, was an scheinbar dunklen oder sonst was, wenn ich das für mich ans Licht hole und liebevoll betrachte, nehme ich mich wirklich als ganz wahr und als etwas unglaublich Heiliges. Mhm. Immer nach Heilung streben, also nach Ganzheit streben. Mhm. Also ich hier mein Knie nach dem Fahrradsturz, ne, meine Nase war am zweiten Fahrradsturz, ja, meine Hand. Es drängt immer nach Heilsein, nach, mhm. nach Ganzheit. Das heißt, wenn je mehr Menschen das schaffen, dann brauchen wir keine ja, diabolischen Kräfte da draußen, ja, kein Deep State. Ja, und das wenn wir den Deep State in uns mhm. ans Licht holen, wenn wir die, unsere inneren Kinder, mhm. die wir da unten im Keller die sozusagen haben, die Leichen, ja. Aber ja, die Leichen, aber ich sag mal, die, auch mhm. jetzt speziell das innere Kind, ans Tageslicht holen, mhm. endlich. Mhm. Was so viel gelitten hat, mhm. und wir wollten es ja auch nicht spüren, da brauchen wir nichts mehr nach außen projizieren und lassen uns mit uns das auch nicht mehr machen. Da brauchen wir auch gar nicht mehr protestieren. Mhm. So wie du das auch in einem anderen Gespräch gesagt hast, mit meiner Maske, ich bin der Einzige in einem riesen Supermarkt, ja. absolut der Einzige, der keine Maske trägt, aber niemand spricht mich an. Mhm. Niemand, auch der Security am Anfang. Ich habe brav meinen Wagen mhm. davor geschoben und bin da rein. Nix. Ja. Es passiert nicht mehr. Mhm. So. Ja. Weil du ganz bist. Weil ja. du. Und, aber der erste Schritt ist eben, sagen wir mal, die Möglichkeit reinzulassen, dass es vielleicht doch etwas Höheres gibt oder mhm. etwas Grundlegenderes als das nächste iPhone oder das nächste Auto oder der nächste Traum oder Urlaub. Ja. Urlaub, was auch immer. Oder Traumfrau. Ja. 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 Das ist wie dieses Bild von dem Esel mit der Möhre, wo man immer rennt und rennt und rennt und klar. nicht merkt, dass man es eigentlich schon hat. Ja. Und wir haben ja auch eine Sendung über die Stille gemacht. Und gerade in der Stille, in dem Augenblick sozusagen, kann man manchmal spüren, dass da etwas mehr ist. Etwas Größeres. Etwas in uns. In uns, Fundamentales. Ja. Das, was ich im Außen sehe, das rührt ja etwas in mir an. Wenn ich die Schönheit nicht in mir trage, kann ich sie nicht im Außen erkennen. So wie eine Erfahrung, die man nicht gemacht hat, schwer ist, mitzufühlen in einem anderen. Wenn man sie selber nachfühlen kann, war schon mhm. in einer Situation, ist man ganz viel leichter dran. Und das ist auch etwas Interessantes. Kennst du Müllemüff? Bitte was? Müllemüff? Müllemüff? Nö, Müllemüff kenne ich. Ningnongs kenne ich, aber Müllemüff kenne ich nicht. Ningnongs kenne ich nicht. Aber also, Müllemüff kennst du nicht. Nö, Müllemüff kenne ich nicht. Ich kenne es auch nicht. Siehst du, Ningnongs auch. Genau das Gleiche. Da kommt einer und macht immer so und so. Was machen Sie denn da? Ja, ich fange Ningnongs. Ah. Wie sehen die denn aus? Weiß ich nicht, ich habe noch keinen gefangen. Ah, okay, ja. Müllemüff? Wahrscheinlich so ähnlich. Nein, okay. als Metapher. Ja. Der Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Steht bei mir in Skype, ja. ja? Und dadurch, dass wir das Heilige, dass wir darüber reden können, mhm. dass es das als Begriff gibt, ja. oder dass wir hätten nicht eine Sendung machen können, eine Stunde lang reden wir über Müllemüff, mhm. weil wir Müllemüff nicht kennen. Aber wir reden über das Heilige ja. und jeder hat eine Assoziation, der weiß, da ist irgendwas. Da gibt es vielleicht 2-3 Schichten noch, die Kirchengeschichte und was weiß ich, was man so mit Erfahrung mit heilig hat. Und dann aber irgendwie, ja, vielleicht ist da noch mehr. Und dass wir über das Heilige reden können, ist der Beweis dafür, oder dass es eine Sehnsucht nach Heilung gibt, ja. ist der Beweis dafür, dass es Heil gibt oder das Heilige. Dass das etwas ganz Fundamentales ist. Oder, ich gehe noch einen Schritt weiter, dass es nicht nur das gibt, sondern dass wir das schon von Anfang immer waren. Nur durch unsere Vorstellung, die wir zum Teil von außen uns haben
ja, aufoktroyieren lassen, aber auch durch eigene Entscheidung, zum Beispiel Schuld. Mhm. Ja, Schuld ist da, Schuld und Scham sind die letzten Endes Trennung. Werkzeug, genau. Warum ich nicht heil bin. Mhm. Aber das ist nur eine Illusion. Genau. Ja? Ja. Und Heilung bedeutet für mich, dass ich erkenne, dass ich schon immer heil war. Und selbst damit, wenn mir ein Glied fehlt. Mhm. Ja, letztendlich der Energieleib ist immer noch da. Ja. Ja. Und das Heraustreten aus der Illusion, ankommen in dem Heiligen. Ja, und das ist. Nennen wir Heilung. Ja, das nennen wir Heilung. Ja, ja, natürlich. Auch heraustreten aus der Krankheit, wieder in den Zustand des Heils kommen. Oder eben, das war dann nur dem Priester vorbehalten, hinter den Vorhang treten und das Allerheiligste betreten. Ja. Nach Waschung und nach. Aber zu erkennen, das Heilige ist überall da. Mhm. Und es ist fundamental. Es ist die Grundlage von allem. Fundamental ist ja auch das Fundament. Ja. Beziehungsweise auch das Wort Urteil, da ist Ur, das Erste, und Teil, das Teilen drin. Ja. Jedes Mal, wenn ich ein Urteil fälle, gehe ich aus dem Urzustand, aus der Einheit heraus und trenne etwas. Wobei ich da auch mal wieder, ne, gerade im esoterischen Bereich, du darfst nicht urteilen. Nein, ich darf auch, ja. Ich würde das unterscheiden zwischen Urteil und Unterscheidung. Und unterscheiden, ja. Ja. Also ja. Wir haben einen Pferdeapfel und wir haben einen richtigen Apfel. Mhm. Dann ist es eine Unterscheidung zu sagen, der Pferdeapfel ist gut fürs Feld. Und der Apfel ist gut zum Essen. Aber das ist in Ordnung oder das ist eine Kategorisierung. Mhm. Aber zu sagen, der Pferdeapfel ist schlecht und der Apfel ist gut, das ist ein Urteil. Ja. Oder eine Verurteilung. Verurteilung, genau. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Und gerade die Unterscheidung ist wichtig oder etwas, was wir brauchen. Auch, wir haben ja mal über Grenzen gesprochen. Mhm. Dem Heiligen auch einen Raum geben oder die Grenzen des Heiligen achten, ja, damit das Heilige sich zeigen kann. Wenn wir ganz profan, um diese Sendung aufzeichnen zu können, müssen wir ein Stück Schallschutz machen, also eine Schallgrenze aufbauen, dass wir den Straßenlärm nicht hören, dass nichts von den Fenstern reinkommt und so weiter. Wir ziehen eine Grenze, damit etwas Heiliges sich entfalten kann. Oder im Konzertsaal. Ein Konzertsaal ohne Wände drumherum funktioniert meistens nicht. Mhm. Es gibt Freiluftkonzerte, die funktionieren gut, aber dann auch im Amphitheater, wo ein geschützter Raum entsteht. Ja. Wir müssen das Heilige achten. Mhm. Das Interessante ist, das Heilige will nicht. Also das Heilige ist da, aber es straft nicht, sondern es ist einfach präsent. Mhm. Und du darfst es erkennen. Und du darfst lernen, ihm einen Raum zu schaffen. Aber du kannst das Heilige auch schlagen oder du kannst das Atom spalten. Das wird das Heilige wird trotzdem da sein oder sich vielleicht ein Stück zurückziehen. Aber es sagt nicht, hör auf, sondern es ist einfach nur da und du darfst es erkennen. Und zwar als Fundament, aber Fundament, lieber Urgrund. Mhm. Ja, Fundament ist so Häuslebauer, ja. Aber ich möchte lieber was Organisches. Mhm. Ja, also auf dem eben was ganz was anderes wachsen kann, in diesem Gefühl, zum Beispiel, dass ich hier bin, um menschliche Erfahrung zu machen. Mhm. Ja, ich bin ein heiliges Wesen, das hier sich inkarniert hat, um menschliche Erfahrung zu machen. Mhm. Und allein dieser Gedanke nimmt mich raus aus dem Verurteilen. Mhm. Also vor allen Dingen von mir selber. Weil letztendlich, was machen wir, wenn wir draußen verurteilen? Verurteilen wir uns, ne? Diese drei Finger, mit denen wir da mit ausgestreckten Finger zeigen ja drei Finger auf uns. In dreifacher Weise urteilen wir gerade dann über uns. Und halten uns der Liebe für nicht würdig. Und jedes Mal, wenn wir über einen Menschen urteilen, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, seine Geschichte zu hören, würden wir wahrscheinlich an irgendeinem Punkt feststellen,
ich kann verstehen, warum du so bist, wie du bist, weil ich dich ganz gesehen habe. Genau. Empathie. Empathie als Ganzes. Ja. Und da ist auch wieder etwas Heiliges drin, in den schweren Konstellationen, die vielleicht ein Mensch in seinem Leben hat, wie er das gewandelt hat und wie er eine Position gefunden hat, damit umzugehen. Finde ich einen wichtigen Aspekt. Als Kinder, wenn wir als Kinder bestraft wurden, kritisiert wurden, angeraunzt, wie meine Mutter das reingeschrieben hat, dass ich das gar nicht mag, ne, als Kind, komisch, dass wir uns als Ganze abgelehnt fühlten. Mhm. Und jetzt gehen wir, ja, es ist ja notwendig, zu unterscheiden zwischen einer Tat oder, sag ich mal, einem politischen Programm, wie auch immer, wohin das führt, das zu unterscheiden, so, von den Menschen, der das ausspricht. Ja. Ja, und da versuchen uns die Medien ja einzureden, dass, wenn jemand eine vom Mainstream abweichende Meinung hat, dass man mit dem gar nicht mehr erstmal sprechen kann, weil er per se, weil wenn er das sagt, dann ist er. Also, genau, ja, also, dann beginnt ist das schon er, wieder. Ja? Also dieses Kindliche wird angesprochen in uns, diese kindliche Institution, das Erleben, wenn die Großen mit uns geschimpft haben, haben wir uns als Ganzes abgelehnt gefühlt. Und das machen die perfid und perfekt heutzutage, ja, dass sie jeglichen Diskurs, also dass wir ja, uns austauschen und dem anderen so wohlwollen, ja, in seiner, wie er da drauf schaut, völlig absprechen. Mhm. Also jedenfalls laut der es Medien. Gibt ja, ne? Etwas, es gibt ja einen interessanten Impuls, dass wir Menschen, wir sind ja Gemeinschaftswesen, ja, und wir wollen zur Gemeinschaft gehören. Erklärung. Und man hat mal Experimente gemacht, Stäbe genommen, die unterschiedlich lang sind, und allen Leuten gesagt, ihr müsst sagen, die sind gleich lang. Und dann hat man Probanden in die Gruppe reingeschleust, die nichts wussten von diesem Experiment. Ja. Die dann irgendwann, die haben gesagt, nee, der ist länger. Und irgendwann haben die gesagt, weil es alle sagen, nur um zur Gemeinschaft dazu zu gehören. Haben sie ihn gedisst? Nein, weil sie dazugehören wollten, haben sie dann gesagt, gegen ihre eigene Überzeugung, ja, die sind gleich lang. Mhm. Weil sie Angst hatten, ausgeschlossen zu werden. Und das ist so ein ganz fundamentales Ding, indem man jemand aussätzlich behandelt oder wir treiben die Klickzahlen für die Corona-App in die Höhe, damit man auch dazugehören möchte, um sich dem dann vielleicht doch anzuschließen. Ja, klar. Und da nicht drauf reinzufallen, sondern bei der Wahrheit zu bleiben, bei dem Heiligen zu bleiben und dafür aufzustehen. Und auch zu erkennen, dass es viel, viel mehr sind, die genau das Gleiche spüren wie du. Mhm. Weil es gibt nicht die Heiligen im Sinne von, also nicht die heiligen Figuren, sondern es gibt nur das Heilige. Mhm. Was sich durch uns in dieser Welt ausdrückt. Aber es gibt nicht die Mehrzahl von heilig. Ja. Ja, es gibt nur das Heilige. Das Heilige. Und es gibt nur eine Einheit, ein Bewusstsein, ein Funke, ein Lebenskraft. Und trotzdem sind wir ja in dieser 3D-Welt ausgestattet, zum Beispiel mit Genen, von denen angeblich 97% nicht angeschaltet sind. Mhm. Aber mit einer Akribie vom Leben redupliziert werden bei der Zellteilung, ja, da das einem schwindelig wird, warum wird Abfall, DNA immer wieder neu aufgebaut? Und jetzt, ja, in Corona-Zeiten wird auf einmal die Diskussion laut, wir machen einen Impfstoff, der in die Gene geht. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, da wird sozusagen, das ist ein globaler Angriff auf die Menschheit als Ganzes, ja, wenn man mit einer Impfung in sein Erbgut eingreift. Das ist letzten Endes das, was... Also diese mRNA-Impfungen, ja, die jetzt schon im Ärzteblatt diskutiert werden, vor und wieder und so weiter. Also wird schon ein paar Versuchsballons. Dann ist das ist tatsächlich ein, sag mal, physischer Angriff auf das Heilige.
Und das ist letzten Endes, könnte man sogar sagen, das, was hier geschieht, ist ein kosmisches Geschehen. Das, also der Aufstand gegen das Göttliche, der ja schon lange läuft, ja. Also mit der Zerstörung der Erde, mit der Zerstörung des Heiligen. Wir haben, früher waren die Planeten Götter, wir haben sie zu Materieklumpen gemacht. Wir haben das Heilige weitestgehend rausgedrängt. Und wir haben Versuche gemacht, die man nie hätte tun dürfen. Als wir die ersten Atombomben gezündet haben, wusste niemand, was passiert. Und trotzdem haben wir es getan. Ja. Ja? Und wir gehen immer mehr auf die kleinsten Kerne. Wenn man sich das überlegt, die vorderste Grenze der Physik, die Teilchenphysik, wo man Teilchen aufeinander schießt, versucht, so schnell wie möglich zusammenstoßen zu lassen und aus den Bruchstücken herauszufinden, was sie eigentlich sind, das ist ja schon absurd oder verrückt. Es gibt so einen schönen Vergleich. Galileo steigt auf den schiefen Turm von Pisa, lässt eine Taschenuhr fallen und dann aus den herausspringenden Teilchen will er berechnen, wie das Innere der Taschenuhr aufgebaut ist. Ja, wir haben das Atom zerstört und wir sind dabei eben auch die DNA zu zerstören. Das, was heilig ist. Ja. Weil wir eben nicht, wir können nicht ein Leben aus dem Nichts erzeugen. Wir können nur etwas nehmen und daran rumwerkeln. Aber wir können eben auch, normalerweise das Leben erhält sich selber. Und wenn wir diesen Schritt machen, das ist wie, ich begebe mich das erste Mal in Abhängigkeit und wenn ich dann rausfalle aus dem Fluss sozusagen, brauche ich jedes Jahr eine Impfung, weil mein Immunsystem, es ist eine Spaltung von dem Weg, wo wir eingebunden sind in das Leben, wo wir uns selber entwickeln, wo wir uns entfalten. Permanenten Austausch und Lernaustausch haben. Ja, die Immunisierung entsteht ja, weil wir in Kontakt kommen mit einem Angreifer oder mit einem etwas, was auch immer. Das ist auch unser Denken. Ne? Wollte ich gerade sagen, das ist ja Angreifer, das ist das Denken. Ist, das ist schon wieder das genau. 19. Jahrhunderts, wo noch überall Krieg war in Europa. Ne? Robert Koch, Pasteur, wie sie alle heißen, ja, haben in diesen Kriegsszenarien, das Denken war vom Krieg bestimmt. Ja, genau. Nicht von der Harmonie, ja, und dem aufeinander angewiesen sein, aufeinander abgestimmt sein, sondern ach, da ist was Gefährliches. Ja. Ja, Angreifer. Und bei dem Heiligen, in der Naturheilkunde weiß man, die Kräuter, die um dein Haus herum wachsen, sagen dir etwas, die brauchst du. Genau. Das heißt, das, was in dir fehlt, ist im Außen da. Und jetzt nehmen wir das, was im Außen ist, weg. Wir verbieten Naturheilmittel. Wir verbieten die heiligsten Pflanzen der Welt und verkaufen dafür andere Pflanzen, die aber niemals das ist immer nur ein Pseudoheil, was verkauft wird. Ein Heil bis zur nächsten Krankheit oder bis zum nächsten Schuss. Die dämpfenden Drogen sind erlaubt und die bewusstseinserweiternden Drogen erweitern, eins werden, die sind verboten. Ja. Und das ist immer das Gleiche. Und wir stehen an der Grenze sozusagen, in das Heiligste des Allerheiligsten, uns selber reinzugreifen. Und ich habe ein Verdacht, das ist eine Vermutung, klar, Verschwörungstheorie, absolut. Ich bin sowas von verschwörungstheoretisch unterwegs. Ob nun rechtsesoterisch, darf man den anderen überlassen. Das, mein Gefühl ist, der Bruce Lipton hat mal das so genannt, diese sogenannte Junk-DNA oder Abfall-DNA. Diese 97% haben so etwas wie einen chemischen Handschuh. Mhm. Ja, drüber. Handschuh oder ein Präservativ, kann man sagen. Hülle. Eine Hülle. Und die Epigenetik geht ja schon in die Richtung, dass unser Bewusstsein Einfluss auf unsere Gene hat. Dass das, was ich in den letzten 30 Jahren erlebe, wie gesagt, Anfang der 90er habe ich in diesem Forschungsinstitut Steiner, Wilhelm Reich und so weiter gearbeitet. Da waren wir in der Avantgarde. Und jetzt, in dieser Zeit, wie viele Menschen ich begegne, die über Wahrnehmung verfügen, ja, die damals
absolut außergewöhnlich waren. Mhm. Und du auch? Ach, nee. Ja, ja, ich habe dann, ne, genau. Ich habe einen Wasserfilter, ich habe einen Wasserenergetisierer, ich habe das und so weiter. Hm. Also, das offensichtlich, das ist meine Vermutung, ist nur eine Vermutung, keine Beweise in dem Sinne, dass Teile dieser DNA schon wieder freigeschaltet sind. Und dass es vielleicht ein Prozess ist, der noch weitergehen wird, mhm. weil sonst, es gibt nichts Sinnloses in der Natur. Mhm. Diese 97% sind nicht sinnlos. Mhm. Und dass diese mRNA-Impfung vielleicht, und das ist jetzt richtig verschwörungstheoretisch, diesen Prozess dessen, dass dieser chemische Handschuh sich immer weiter zurückzieht und damit für mich sind Gene Antennen, die ja, Menschheit diese, aufwacht zu dem Ganzen. Ja, und das verhindert das, werden soll. Und dass das ja, verhindert werden soll, mhm. weil ne, ich habe mal einen Genetiker, der sagt, ja, so sehe ich es, unser Gehirn ist eine Sende- und Empfangsantenne. Mhm. Ja. Und so wie die wiederhergestellt ist, kann man sich auch wieder an bestimmte Sachen mhm. erinnern, mhm. als Beispiel. Und dass unsere Gene genauso Mikroantennen sind, die halt bestimmte mit Informationsfeldern in Resonanz stellen. Mhm. Wir haben das Zieber-Geigy-Experiment, ist ja dann verschwunden, aber immer wieder hochgeladen. Ich habe es damals live im Report, glaube ich, war es, Anfang der 90er gesehen, ne, dass da halt aus gewöhnlicher Zuchtforelle mhm. eine Urforelle wird, indem man das einem elektrostatischen genau. Feld aussetzt. Und der Samen in Resonanz geht mit etwas anderem. Genau. Denn das ist ja auch ein Wunder, wenn du dir anschaust, deinen Apfelsamen soll das Bild des ganzen großen Baumes enthalten? Oder ist es nicht vielmehr nur der Empfänger mhm. für das Feld des Baumes? Genau. So wie ich ein Radio aufschraube, mhm. und dann finde ich da nicht die Beatles drin. Nee. Da kann ich suchen, wie ich will. Ich, ja, ja, da ist nichts drin. Ja, genau. Ja. Oder ein anderes Bild. Marsianer, mhm. nehmen wir mal eins, es gibt sie, nehmen den Mars-Rover von uns und versuchen zu verstehen. Also, okay, man sieht, er bewegt sich intelligent. Er schaut sich Dinge an, er fährt rückwärts, er fährt vorwärts. Also gibt es etwas Steuerndes? Dann versucht man, den auseinanderzunehmen, aber man findet nicht die eigentliche Intelligenz, die diesen Mars-Rover steuert. Weil das hier auf der Erde ein Team sitzt und Funkwellen sozusagen zum Mars sendet und dem Mars-Rover Impulse gibt, wie er fahren soll. Mhm, Und dann ist es also der Mensch, man kann ja auch sagen, ich sehe dich, aber das ist eine Illusion. Mhm. Ich kann dich ins Gefängnis sperren, aber ich kann dich nicht festhalten, weil dein Geist frei ist. Ich kann dich mit Arbeit zutexten, aber ich kriege dich nicht zu fassen, so wie du mich nicht fassen kannst. Das ist eine Illusion, weil das ist das Heilige. Wir können versuchen, das Heilige so weit wie möglich herauszudrängen aus der Welt, aber wir kriegen es nicht ganz weg. Und das ist wieder ein Impuls dieser Zeit oder der Versuch eben, das Heilige komplett wegzudrücken und zu sagen, es existiert nicht. Mhm. Aber es ist nur ein Schein. Mhm. Und je stiller es wird, könnte man sagen, desto lauter ruft es. Ja, leider ist mit der Stille schon wieder vorbei. Ne? Nein, aber im Sinne von leise, dass das Heilige kaum noch sichtbar ist. Ja. Aber die Leute sehnen sich danach. Architektur, was wir für die Klötzchenarchitektur und auf dem Markt sind die harmonisch gebauten Gebäude viel begehrter als die Klötzchenarchitektur. Mhm. Und es ist alles verdreht in dieser Welt, um die Ganzheit so weit wie möglich wegzudrücken. Noch ein Beispiel. Ich stehe im Laden und da gibt es Bio-Eier. Und es gibt normale Eier. Und dann eine Frau neben mir, sind die jetzt alle Bio? Nee, ich sage, dort sind die Bio-Eier, die erkennen Sie da dran. Das sind, ach, okay, ich dachte schon, die wären alle so teuer. Und dann nimmt sie die normalen Eier mhm. und nimmt die mit. Und eigentlich
müsste es heißen normale Eier und nicht Bio-Eier. Aber es ist verdreht. Die billigen durch Massenproduktion und Spritzen und was weiß ich erzeugten, sind die normalen. Und das, was natürlich ist, das ist jetzt Bio. Einigermaßen, ja. Das, was normal sein sollte, die Norm. Ja. Ja. Und wir haben an so vielen Stellen das Heilige verlassen und das Heilige verraten. Wir haben Dinge getan oder tun sie jeden Tag, die wir nie tun dürften. Und das ist das Entscheidende, wo wir meinen, das Heilige so besudelt zu haben, dass wir kein Recht haben, ja, mich als heil anzusehen. Ja. Also, oder zu glauben, das wird mir nie jemand vergeben. Bis hin, das verzeihe ich mir nie. Ja. Ja. Ja, das heißt, ich habe einen Widerstand gegen das Heilige aufgebaut, weil ich meine, diese Tat von damals ist unverzeihlich. Ja. Ob nun von jemand anders oder von mir, spielt letztendlich keine Rolle. Aber letztendlich, die von mir ist natürlich noch bedeutender. Und das Interessante ist, diese Trennung existiert erst in unserem Bewusstsein. Ja. Die entsteht erst. Weil das Heilige oder das Herz kennt kein Urteil. Das ist eine Ebene des Denkens, die einzieht mit dem Gehirn. Mhm. Die ist vorher nicht da. Mhm. Ich arbeite ganz viel mit Menschen, die ich ins Herz führe, ins Herzbewusstsein. Und im Herzen, sie treten vor das Herz, vor das eigene, das Heiligste sozusagen. Und das Herz sagt, ich liebe dich. Mhm. Und dann stehen sie da, aber vielleicht, weil ich das gemacht habe, bin ich nicht lieb. Nein, ich liebe dich trotzdem. Mhm. Aber weil ich, nein, ich liebe dich. Ohne Wenn und Aber, ich liebe dich. Das Heilige, das ist auch das, was ich vorhin sagte, das Heilige will nichts, sondern das ist einfach. Mhm. Und das ist etwas, was man einlassen darf in sich, diesen Gedanken. Du bist schon heil und heilig geboren, von Geburt an. Du bist immer heilig gewesen, wirst immer heilig sein. Und bist letzten Endes auch unverletzbar. Und egal, was du getan hast. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja, ja, da ist die Illusion so wirklich so fest, so brutal, dass wir glauben, so wie Faust, Dr. Faustus glaubte, es übertrieben zu haben, also nicht der Gnade, wir haben ja auch über die Gnade gesprochen, es so weit getrieben zu haben, dass er der Gnade nicht mehr würdig ist. Ja. Und in diesem Fall, ich habe das Heilige so besudelt in mir, habe so gesündigt, das ist unverzeihlich. Und das ist dieser Irrtum. Ja. Das ist der Irrtum. Also so, wie du das eben vom Herz geschildert hast, das Heilige in uns wahrzunehmen als das, was uns das gar nicht anrechnet. Was für Irrtümer oder Fehler scheinbar in unserem Leben getan haben. Nichts schließe ich davon aus. Ja. Es geht nur um diesen Moment der Metanoia, Umkehr, was Luther als Buße übersetzt hat. Die Sonne scheint immer. Genau. Und ich glaube, ich habe es nicht verdient, mich der Sonne zuzuwenden, weil ich habe ja das und das getan. Und die Sonne scheint. Die fragt gar nicht danach. Das heißt, wenn ich mich also der Sonne zuwende, dann stehe ich in der Sonne. Es gibt nur einen Tag im Leben, an dem du etwas ändern kannst. Heute. Oder Jesus ist gekreuzigt worden mit den beiden Dieben. Mhm. Der eine Dieb war die Vergangenheit und der andere Dieb war die Zukunft. Mhm. Wenn du sagst, ich bin nicht liebenswürdig, weil, dann bist du ja in der Vergangenheit. Ja. Wenn du aber mal innehältst und nicht urteilst, dann bist du jetzt. Und jetzt bist du vollkommen, heilig, ganz. Erst in dem Moment, wo du feststellst, ich brauche Geld, ich brauche Liebe, gehst du aus dieser Ganzheit heraus und bist wieder in dem Mangel und abhängig und steuerbar. Bist du wieder, du kannst in jedem Moment neu entscheiden. Ja.
Deswegen ist jedes Urteil das erste Teil. Weil das Urteil, was du schon gesprochen hast, das ist Vergangenheit, das ist vorbei. Und eben das Heilige, das Herz, verurteilt dich nicht, weil du etwas dann und dann getan hast, sondern es geht nur um den Moment, um das Heilige im Hier und Jetzt. Oder das Ganze. Das Leben als Ganzes hier, jetzt, in diesem Augenblick zu erkennen, anzunehmen und aus dem Ganzen heraus zu entscheiden. Und aber auch zu entscheiden, stopp, das Heilige bleibt heilig. Und ich gebe dem Heiligen Raum in meinem Leben. Andreas, das war ein klassisches Schlusswort. Und ich sage nichts mehr drauf. Vielen Dank, Andreas Beutel. Danke dir. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr tatsächlich so noch nie über diesen Begriff des Heiligen nachgedacht, nachgefühlt. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Da war einiges drin, was zum Nachfühlen und Nachdenken animiert hat, glaube ich. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.